Recht herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und ja, mal ein Panzer, den man so immer seltener sieht. Den FV-215B, aber nicht, dass ihr denkt, oh ja doch, den TT kenne ich. Nein, das ist ja der schwere Panzer der Briten und wird hier von Marky2112 aus meinem Clan gespielt. Und natürlich zeige ich Clan-Member noch mal lieber. Also schön, dass du mir das hier eingesendet hast. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt hoffen wir mal, dass er sich nicht hart blamiert, dass ich jetzt nicht hier mich gleich rechtfertigen muss für, warum ich den überhaupt in meinem Clan habe. Die Karte selber mag ich sehr gerne mit Heavys, also gerade hier in die Richtung, wo er jetzt fährt, da so Richtung Caesar 2, da geht es immer richtig rund, das macht sehr viel Spaß und natürlich ist es schön in seiner Position Top-Tier zu sein. Nun gucken wir mal, was er hier so reißen kann mit dem Gerät. Wir schauen uns auch mal ganz kurz die Durchschlagswerte an. 259 mit Normal, 326 mit Premium und macht dann im Schnitt einen Schaden von 400, was natürlich durch das RNG nach 300 oder knapp 500 sich verändern und sich variieren kann. Nun ist er auch schon fast oben angekommen. Erwartungsgemäß fast alle seine Heavy-Kollegen folgen ihm auch hier oben. Weil da, wie gesagt, geht normalerweise der Punk ab und da macht es auch richtig Spaß. Da hat er schon den ersten IS-7 aufgedeckt. Der kommt hier auch gezielt schon rum. Und dann kann er auch den ersten schon direkt ins Ziel bringen. IS-3 prallt ab. Muss man aufpassen, den WZ, den er dahinter sich hat, der ist natürlich auch noch so ein Kandidat, der einen da ein bisschen nerven kann. IS-3 trifft, er trifft den IS-3, ein sogenannter Doppelschlag. So, der Tiger 2 geht jetzt auf den IS-7 drauf, mutig, und er findet hier den T-34. Und das entwickelt sich auch genau wieder so, wie ich mir das vorstelle hier oben. Da passiert viel, da ist ordentlich Spannung drin und hier ist der IS-3 rausgenommen. Jetzt kriegt er wahrscheinlich die Kelle vom T-34. Aber in dem Fall wird er nur gekettet. Er wiederum kann den T-34 beschädigen. T-34 hat auch Glück, dass er hier wieder wegkommt, weil der nächste Schuss hätte auch nochmal er gehabt. Und dann wäre er zerstört gewesen. So. Jetzt fahrt er hier mal runter. Will so ein bisschen wahrscheinlich so Richtung IS-7 schießen oder sich den T-34 entledigen. Na, der war ein bisschen zu niedrig noch gezielt. Man kommt gut auf die untere Frontplatte beim IS-7 drauf. Und jetzt im Hinterhalt sieht man auch noch ein Objekt 704. Gut, dass er, würde ich jetzt auch an seine Stelle nehmen. Steht für ihn gerade gut, ohne dass er hier viel selber einstecken muss. Und kann ihn auch zerstören, sehr schön. Und gefühlt war es recht unaufgeregt bisher, aber er hat schon fast 3000 Schaden gemacht. IS-7 ist weiter im Rückwärtsgang. Und jetzt trifft er. Sehr schön. Hält vor ihm jetzt alles an Team, was da gerade so möglich ist. Also sie haben hier oben die Seite gut gerockt. Da ist jetzt noch ein Rheinmetall. Aber auch das ist nur ein Kieselstein für diese anrollende Panzerwelle hier. So. Da, Gott sei Dank, da hat er gerade noch so den Schuss rausbekommen, bevor ihm der Tiger in den Schuss gefahren ist. Und hat sogar einen 500er Hit hinbekommen. Sehr schön. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Vielleicht war das sogar eine HE-Granate. Wäre zumindest sinnvoll gewesen, ob er da HE gerade geschossen hat oder ob das normaler Schuss war. Ist nämlich auch durchaus möglich mit dem RNG, diese Schale hinzubekommen. T-95 ist natürlich ein Panzerungsmonster, aber eben die Kommandantenkuppel oben, wo er gerade hinzielt, da kommt man auch mal gut durch. Ah, dafür braucht man halt eine Kanone, die auch mitspielt. Ah, es ist halt einfach, also Kommandantenkuppel zu treffen, ist trotzdem immer so ein wenig Glück. So, aber jetzt kommt er hier gut drauf. Und da ist jetzt die Arti offen.
Aber die Arti ist leider für ihn gerade noch nicht erreichbar. Ja, da hat der Eon 100 schneller erledigt. 11 zu 7. Bisher schaut es nach einem entspannten Sieg aus, muss ich gestehen. Was gibt's noch? Den E100, eine Badjet, einen T54 und den Rheinmetall, der unten aber auch schon so gut wie finito ist. Also ist jetzt eher so seine Ziele da oben auf dem Hügel zu finden. Da ist er auch schon offen. So, der Rheinmetall ist jetzt mal weg. Da ist der E100 da drüben. Und auf ihn wird jetzt hier auch schon gezielt. Da ist der T-54, sehr schöner Hit. Badshot ist dieses Warten da oben alle noch sozusagen auf ihr Schicksal. Der E-100 hat jetzt da hinten mal die ISO weggemacht. Also ein bisschen was an HP hat der Gegner dann hier noch zu bieten. Schade, dass der abprallt. War eigentlich auch ein schöner Schuss. Und jetzt, er fährt nicht ins Kloster hoch, sondern er fährt jetzt hier direkt Richtung E-100. Ja, E-100 ist auf jeden Fall ein standesgemäßer Gegner. So, wo ist er nu? Kann auch sein, dass dich auch der E-100 wieder wieder Richtung Berg orientiert hat, dass er wieder hochgefallen ist. Hochgefallen, hochgefahren ist. Natürlich. Aber nach rechts spottet er gerade nichts. Normalerweise müsste er ihn da schon fast... Oh, da ist er in der Basis. Der wird gecappt. Und das ist ziemlich wahrscheinlich der E-100. Natürlich sind die beiden Mediums auch so schnell und werden... Oh, die Badget ist sogar schon so weit weg. Ja, da hat sie sich aber ganz stark neu positioniert und hat sich eben nicht dem Schicksal ergeben und oben gewartet, sondern hat sich jetzt erstmal die Arti geschnappt. Und der E-100 steht hier aber in der Basis. Und jetzt hat er Premium geladen und dann kann man auch dem E-100 einfach durch den Turm schießen. Absolut adäquates Mittel, gerade zu dem Zeitpunkt des Gefechts, und er kriegt am Ende noch genug Credits raus, also könnt ihr euch schon mal das Thema eventuell sparen von wegen, oh, der schießt mit Gold. Nein, er schießt mit Credits, das ist Premium-Munition, so. Und jetzt nur noch einmal braucht er einen Treffer setzen, da kommt er, und ja, da hat sich der E-100 ein bisschen doof verhalten. So, jetzt der T-54 kommt jetzt hier auch noch. Da lädt er wieder normal, das langt. So, jetzt ist der T-54 auch Geschichte und jetzt final nur noch die Badget am Leben. Die Frage, wo ist er? Da vorne taucht sie auf und die Badget, die ist wirklich flink hier unterwegs. Also die springt hier von Spot zu Spot. Jetzt wird sie wahrscheinlich den Eispeter, den T-34 als nächstes noch ausradieren. Ja, und da ist er auch schon weg. Sein Team hat noch so viel HP, also drehen wird die das nicht mehr können, aber sie kann natürlich noch sehr stark nerven. Oder auch nochmal eine Runde fahren und vielleicht dann cappen, wenn der Gegner sozusagen sein Team hier so zwischen den Positionen ist und eben nicht so schnell wieder zum Decappen kommen würde. Jetzt ist er auch offen. Das ist die Frage, wo ist er? Da ist er doch. Und jetzt trifft er hier sehr schön. Oh, jetzt ist sein Turm getroffen. Aber Badget macht jetzt hier... Ah, oh nein, jetzt verschießt er, weil er die Bewegung antizipieren wollte. Aber die Badget hat jetzt das ganze Magazin entladen können und kommt jetzt auch noch knapp mit dem Leben davon. An seiner Stelle wäre ich jetzt richtig sauer. So, reparieren tut er... Kann er gar nichts mehr. Sein Motor ist hinüber, sein Turm ist hinüber. Also reparieren ist einfach mal nicht. Und jetzt ist aber die Badget zerstört worden und dementsprechend beendet er seine Runde mit 7386 Schaden. Lediglich 2 Kills, das hätte mehr sein dürfen, hat aber trotzdem gezeigt, dass man mit dem Panzer doch gut was anstellen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Tier 10 Gefecht. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.